So, damit hallo und herzlich willkommen bei The Witcher 3. Das Ganze, was ihr jetzt seht und hört, ist nachvertont. Mit dabei ist der Kevin. Moin! Und ja, Bandicam hat da in der Aufnahme die Mikrofone stumm geschaltet, deswegen kommt jetzt alles nachvertont rüber. Und das Ganze wahrscheinlich für die nächsten 4 Folgen. Für die nächsten 4, genau. Genau, einmal die Weltkarte bitte. Was sehen wir da? Wir müssen... Zurück zum Dorf. Und genau, zum wir Händler. Konnten nicht zum durch... Händler. Ja, zurück zum Händler wollten wir. Und konnten nicht geradeaus durch... Durch dieses Tor. Da rechts. Das probieren wir jetzt, glaube ich, auch gleich. Stimmt. Genau. Und dann passiert nichts. Da spiele ich gerade, ne? Ja, das spielst du gerade. Okay. Ja. Und ich weiß nicht, was du da ursprünglich vorhattest. Da wollte das Pferd... Ich wollte eigentlich wieder zurück, weil ich wusste, dass das Tor nicht aufgeht, aber der blöde Gaul wollte sich nicht rumdrehen. Ah, okay. So. Und dann habe ich zu dir auch noch gesagt, du musst auf jeden Fall zurück, weil wir kommen ja da nicht rum. Ja, genau. Da habe ich erklärt, dass wir die Fragezeichen, habe ich das da erklärt, dass wir die Fragezeichen mitnehmen, wenn wir dran vorbeikommen? Laufplätze! Kann sein. Ich weiß es nicht mehr, es ist schon 2 Tage her. Okay, ja. Da haben wir festgestellt, dass das Pferd nicht geländegängig ist, obwohl es 4 Hufantrieb hat. Und ich meinte noch, du sollst einfach nach rechts gehen. Ja, da erinnere ich mich auch noch dunkel. Ich muss es zerstören. So, noch einmal Macht gezogen. Ja, ein bisschen Quen erhöhen für die nächste halbe Stunde. In der Tat. Obwohl wir es, glaube ich, nicht gebraucht haben. Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich zaubere beim Kämpfen nicht viel und du hast gar nicht so viel gekämpft. Richtig, stimmt. Ich war ja mal mit durch die Gegendeier beschäftigt. Und da sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ist schön. Ja. Und wo man hinreitet, Wände. Deswegen habe ich dir nochmal gesagt, reite da jetzt gerade aus den Hügel hoch. Ich wollte aber nicht. Langsam. So, wo müssen wir hin? Okay, ja, ich glaube, da habe ich es dann, an der Stelle habe ich es dann gerafft. Dass ich recht hatte? Ausnahmsweise mal, ja. Ausnahmsweise mal. Ein bisschen hin und her geschaukelt. Ja, ein Bus. So, okay. Spring. Nein, das ist das, was das Pferd nicht gemacht hat. Da hat es dann funktioniert im Springen. Und da sind wir dann irgendwie so runter und schwupp, bloing, platsch. Wäre man da nicht auf dem Pferd gesessen, wäre man aber sowas von tot gewesen. Bestimmt. Das ist sowieso das bei The Witcher. Du hast nicht Fallschaden, sondern Falltot. Aus alles, was über 30 cm Höhe rausgeht. Ich glaube, bei 32 bist du dann bei halbem Leben und bei 33 bei noch im Punkt und bei 34 cm bist du tot. Richtig. Loot, ich sehe Loot und ich komme nicht um den Pfosten außen rum. Ah, oh, Hundetalk. Yes, ganz wichtig. Brauchen wir unbedingt. Irgendwo hast du, glaube ich, noch Schildkraut gesehen, oder? Ja, hey. Gleich links nebendran. Achtung. Ja. Da. Wie gesagt, für mich ist Schildkraut nichts anderes als irgendwie gelbe Blümchen. Die da schön am Wegesrand stehen, ja, ich weiß. Du bewunderst sowas und lässt es dann stehen. Ja. Da haben wir noch drüber debattiert, ob man den. Ob der dumme Gaul endlich mal in der Lage ist, irgendwo runterzuspringen. Nee, auf gar keinen Fall. Jetzt hat er aber. Genau. Zurück. Da meinte ich noch, du kommst nicht durch den Fluss, bis ich gesehen habe, der ist an der Stelle ziemlich flach. Richtig. Da war dann die Mauer, wo das Pferd viel zu spät gesprungen ist, obwohl ich diesen Button fast durch das Gamepad durchgedrückt hätte. Aber es ist gesprungen. Ja, das ist schon mal was. Und wir haben unseren Zielpunkt erreicht. In der Tat. Ein Händler. Den kennen wir auch schon. Den haben wir schon. Da treffen wir uns wieder. Danke für die Rettung. Die Leute sagen ja alles Mögliche über Hexer. Aber ich fand diese Gilde immer ehrenhaft. Deine Waren hast du noch, wie ich sehe. Mein Wagen ist noch nicht repariert. Die Zeit vergeht. Meine Verluste wachsen. Brauchst du was? Ich gebe es dir für die Hälfte. Ja, brauchen können wir immer was. Aber wir hatten eigentlich gedacht, wir können was verkaufen. Ja. Lass mich einen Blick auf deine Waren. Vor allem für die Hälfte, ne? Erst da hochsetzen und dann halbieren. Genau, so da haben wir festgestellt, Händler. Wir kriegen dafür nicht viel. Aber ein Rüstungsreparaturset, das ist das rechts oben. Mhm. Die Stiefel haben wir immerhin verkauft. Genau, da ist es verscheppert, die Stiefel. Rausgefunden, dass wir bei dem Händler auch die temerische Ausrüstung aus dem DLC bekommen. Ja, für das Pferd.
Jetzt ist, brauchen wir Rüstungsreparatursätze, wir können sie schon brauchen. Schau mal, was die Quintkarte kann. Ups, ich habe sie gekauft. Ja. Ja. Und danach haben wir festgestellt, dass die Quintkarte nicht so gut war wie gedacht. Naja, komm. Die paar Kronen. So, mal schnell drei Sets gekauft. Ich meine, gut, ich musste dich überreden, da überhaupt drauf zu gehen. Genau. Und weil du magst ja Quint nicht so besonders. Ich bin absolut kein Quint-Fan. Ich bring's dir irgendwann noch bei, glaub mir. So, hier sieht man der temerische Sattel, DLC, temerische Scheuklappen. Mhm. Alles sehr teuer. Satteltaschen, wo wir festgestellt haben, wir haben nicht mehr genug Cash für die Satteltaschen, die die Kapazität um 30% erhöhen würden. Pass auf dich auf. Oh, wir finden bestimmt auch mal irgendwelche Satteltaschen. Hundertprozentig. Mein Sattel habe ich zuhauf gefunden. So, danach geht's... Zu Plötze. Genau. Nein. Wir waren am Diskutieren, wo du hin willst, bis ich gesagt habe, geh einfach mal zum Questmarker. Zur Hauptquest. Da habe ich das erklärt mit den Fragezeichen, dass wir sie machen, wenn wir dran vorbeikommen, dass wir jetzt nicht zu jedem Einzelnen hinreiten, sondern dass wir sagen, wenn wir dran vorbeikommen, nehmen wir sie mit. Ansonsten... Oder wenn wir einfach mal Bock drauf haben. Genau. Die Götter hoch über uns. Das kann dann sein, dass wir eine Folge einfach mal Fragezeichen abreißen. Aber ja, oder zum Beispiel dann, wenn man halt mal auszusehen so eine Quest anfängt und direkt bei der nächsten schon landet. Genau. So, auf zum Questmarker. Hey! Ho! Das stimmt, genau. Drüber lustig gemacht, wie der so komisch. Goidema! Ho! Genau, das war der Knüller. Der Knüller war immer noch das mit Plötze, dass wir da drin standen. Ah, das war in der letzten Folge, ja. Der magische Zentau. Und da haben wir wieder die prima Wegfindung des Pferdes. Genau. Das Pferd bleibt auf dem Weg. Nope. Doch, bleibt es, aber immer auf dem Falschen. Oder so. Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort sein. Da wollte ich dann so schnell wie möglich weg. Und ich sagte nein. Du hast gesagt, probier's mal gegen die Erscheinung. Ich wusste bis gerade eben noch nicht mal, dass deine rauskam. Achso, stimmt. Ich hab's Schwert gezogen und gesagt, das brauchen wir noch. Und dann kam das. Und dann kam das mit einem Totenköpfchen. Ich meine, ich war an der Stelle auch schon, konnte mich aber nicht dran erinnern, dass es wieder rauskommt. Ja, und dann haben wir noch debattiert, draufgehen, nicht draufgehen. In der Zwischenzeit hat das Vieh schon mal Party gemacht. Richtig. Oh, speichern, ganz wichtig. Genau, dann wolltest du einen frischen Speicherstand anlegen. Ich frag dich noch, warum das du nicht überschrieben hast. Das werden wir uns auch so angewöhnen, dass wir Speicherstände nicht mehr überschreiben. Nee. Und Damage gleich 0, negativ. Mhm. Also viel haben wir ihm nicht abgezogen. Ich frag dich dann ja auch noch, was ist mit Öl? Genau, das Öl. Das müsste dann irgendwann auch gleich auf die Klinge kommen. Ich glaube, das machen wir erst dann, als wir realisiert haben, wir haben keine Chance. Ich glaube, da versiegen wir jetzt erstmal. Ja doch, da kommt das Öl. Doch, da kommt das Öl. Öl, 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 wo? Da. Bodensteine. Da ist das Öl. Plink. So, ein weiterer Versuch. Ja, bringt halt nur nichts, weil du jetzt zum letzten Mal auf die Fresse kriegst, ohne drauf zu hauen. Da hatte sich das dann erledigt. Dann haben wir rumdebattiert, ob wir es nochmal versuchen sollten oder nicht, aber genau. Du wolltest nicht. Genau, da habe ich dann gesagt, nope. Deswegen reiten wir jetzt nach diesem Ladebildschirm auch gleich flott weiter Richtung Questmarker. Naja, als erstes versuchst du von diesem Geist wegzukommen. Ja, das wird auch nochmal so eine Episode. Weil du es geschafft hast, zu speichern, als du Akku hattest. Ja. Ist, glaube ich, da der richtige Ausdruck. Ja. Dann ist das dumme Pferd abgehauen. Und ich bin einfach nur gerannt. Weg, 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 weg. Klasse Hechtsprung übrigens. Bitte? Klasse Hechtsprung übrigens. Danke, bin ich bekannt für. Jetzt suchen wir das Pferd wieder. Genau, das natürlich neben der Erscheinung irgendwo stehen bleibt und dann nur noch weg, bevor sie sich's anders überlegt und doch nochmal aufkreuzt. Ne, ich glaube, die ist wieder verschwunden. Aber keine Ahnung. So, einmal gekonnt hier durch. Ein gefailter Übersprung. Mhm.
So ist gut. Ein bewachter Schatz. Ratet mal, was wir als nächstes machen. Richtig. Abhauen. Abhauen. Nein, wir holen uns den Schatz. Hundi, Hundi, Hundi. Putzi, putzi, putzi. Nummer 1, gegrillt. Hund, erstmal grillen. Das sind Wölfe, oder? Ja, sind Wölfe, ja. Aber vier Beine, Fell, viele Zähne. Ist kein okay. Unterschied, nur dass Wölfe wild aufgewachsen sind. So, da habe ich versucht, ihn in eine Sprengfalle zu locken, was nicht funktioniert hat. Deswegen erstmal einstecken. Richtig. Das war gekonnt. Das war. Tja, man kann nicht immer nur Glück haben. Drauf, drauf, drauf und er ist tot. Und dann erstmal fett alles looten, was da rumliegt. Ganz viele praktische Sachen. Wupp. Ein bisschen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Noch ein bisschen mehr. Oh. Ein Stallbarren. Rubinstaub und Bernsteinstaub, alle sehr praktisch. Jetzt muss wieder die Hexersinne auspacken, weil er nicht sieht, wo er was looten kann. Richtig. Also ich meine, die sind schon eine große Hilfe. Und ja. Lecker Hundeteig. Nom, nom. Ich nutze halt lieber die Minimap und guck, wo die X'e sind. Ja, das mache ich in dem Moment dann auch nochmal. Und dann habe ich gesehen, da kriegen wir noch mehr Hundeteig. Ich hätte eigentlich auf rohes Fleisch gehofft, weil das ist auch super zur Vitalitätsregeneration. Mhm. Wir hatten auch überlegt, ob es eine Möglichkeit gibt, Fleisch, aus rohem Fleisch gebratenes Fleisch zu machen. Das kam uns dann irgendwann später mal, als wir dann nach der Aufnahme noch was essen waren. Da machen die Jungs gerade eifrig Liegestütze. Also falls ihr wisst, dass es irgendwo so einen Ort gibt, schreibt uns bitte, wir sind nicht auf eine Lösung gekommen. Richtig. Ich vermute halt, dass es vielleicht doch irgendwo einen Koch gibt, aber... Möglich wär's. Man findet bei The Witcher ja auch alles Mögliche. Und alles Unmögliche. Ja. Nur ein Schnellfeuer-MG, das haben wir noch nicht gefunden. Zum Glück. So, hier wird es nochmal lustig mit der Wache. Militärlager. Kein Zutritt ohne ausdrückliche Erlaubnis des Garnisonskommandanten. Sehe ich wie ein Anwohner aus? Du siehst nach Problemen aus. Ganz falsch. Ich löse Probleme. Ich bin ein Hexer. Ein Hexer? Hauptmann Peter Sarg Winlewe ist im Turm. Hinterm Tor rechts abbiegen. Und da haben wir uns entschlossen, ein bisschen aus dem Arschloch rauszuholen. Ihr Schwarzen seid ja gar nicht so schlimm. Ihr könnt sogar nett sein, wenn ihr wollt. Gewöhn dich nicht dran, Nordling. Zum Turm. Mimi, alle unhöflich. Ja. Da war ein bisschen Sarkasmus doch angebracht. Ein bisschen viel wäre noch angebrachter gewesen. Gesundheit. Waffen aufwerten, haben wir gesagt, das machen wir, wenn wir rauskommen, haben sie, glaube ich, doch vergessen, oder? Jupp. Natürlich, was auch sonst. Hätten wir gleich machen sollen. Wie viel Korn gibt euer Dorf? Was immer die Exzellenz wünscht. Sieh meine Hände an. Guck hin. Siehst du die Schwielen? Das sind nicht die Hände einer Exzellenz, sondern die eines Bauern. Also reden wir von Bauer zu Bauer. Wie viel könnt ihr geben? 40 Scheffel. Es wäre mehr, Herr. Aber die unseren, ich meine, die Temerier haben uns ausgenommen und... Ihr gebt 30 und das reicht. Einigen wir uns darauf. Und ich will den Transport bald sehen. Danke, Herr. Danke vielmals. Ich habe nur den Dorfältesten und den Schmied Willis bestellt. Und der ist angeblich ein Zwerg. Der bist du nicht. Dafür bist du zu groß. Wow, Sherlock Holmes ist added again. Da haben wir uns, glaube ich, entschieden, uns gut zu stellen. Mehr oder weniger. Ja. Lange überlegt. Ja. Lange überlegt. Und die Entscheidung sehr ist gefallen. Sehr aufmerksam von dir. Weiß Gerald nicht, ich glaube, du hattest was erklärt. Hexer. Genau. Ah, wat gern. Deswegen habe ich deine Schritte nicht gehört. Und was suchst du? Jennifer von Wengerberg. Wohin wollte sie? Das ist Militärgeheimnis. Du hast mich noch nicht rausgeworfen. Du hast die Wache nicht gerufen. Also sag es. Was ist dein Angebot? Wir haben einen Greifen in der Gegend. Erschlag ihn. Dann werde ich sehen, was ich tun kann.
Ja, da war dann die große Frage, warum interessiert ihn der Greif? Ich weiß ja nicht Was mehr. Kümmert dich der ja. Greif? Mich kümmern die Leute. Die Bestie hat schon 10 umgebracht, auch einige meiner Männer. Ich müsste die ganze Garnison mobilisieren, um die Wälder zu durchkämmen und sie zur Strecke zu bringen. Das ist unmöglich. Zu viel Aufwand? Nein, zu hohes Risiko. Ich kann meine Truppen nicht auseinanderziehen. Die temerische Armee mögen wir besiegt haben, aber die Bevölkerung ist noch da. Die könnte zu den Waffen greifen. Also kann ich wegen des Monsters entweder Däumchen drehen oder einen Experten beauftragen. Däumchen drehen ist doch toll. Das wäre die beste Option, aber uns bleibt nichts anderes übrig als das Volk. Abgemacht. Ein paar Fragen vorweg. Weißt du, wo der Greif sein Lager hat? Zuerst hielt er sich beim Fuchswald auf. Ich habe eine Patrouille hingeschickt, 5 junge Männer. 2 Tage später hat sie einen Jäger gefunden. Ich habe sie nur an unserer Rüstung erkannt. Seitdem ist der Greif dreist geworden. Greift in Dörfern an, auf Feldern, auf der Hauptstraße. Das heißt, er hat sein Lager verlassen. Ich muss ihm eine Falle stellen. Du klingst, als wäre das nicht einfach. Was brauchst du? Was ganz Bestimmtes. Nämlich... Information. Richtig. Oder? Oder? Nein. Ich brauche einen Köder. Ein bestimmtes Kraut. Kreuzdorn. Kreuzdorn? Das kenne ich nicht. Aber ich kann die Gemeinsprache noch nicht gut. Aber die Grundlagen hast du bestimmt drauf. Hände hoch. Tötet sie. Nein, ich habe mit Sprichwörtern angefangen. Spiel nicht mit dem Feuer zum Beispiel. Geh zu Tumira, der Kräuterfrau. Sie wohnt bei der Kreuzung. Sie wird dir weiterhelfen. Noch ein ich brauche mehr Informationen bitte. Über den Greif. Welches Geschlecht er hat, warum er sein Lager verlassen hat. Willst du mit Zeugen reden? Die würden mir nicht sagen, was ich nicht schon weiß. Ich muss hin, wo deine Männer gestorben sind und mich umsehen. Wie heißt der Jäger, der sie gefunden hat? Mislav. Er hat eine Hütte südlich des Dorfs. Direkt am Wald, sehr hilfsbereit. Aber auch ein bisschen seltsam. Das sind doch hier alle, oder? Auf jeden Fall. Und Tomira und Mislav. Danke. Esso und Jagden. Gesundheit. Das habe ich dann auch gesagt. Das weiß ich noch. Ja. Ja, so. Mit diesen Entscheidungsfragen ist immer die Schwierigkeit, was haben wir jetzt wirklich genommen? Richtig. Das wissen wir nicht mehr. Aber da haben wir uns entschlossen, noch kurz zum Schmied zu gehen. Quartiermeister. Losung? In der Hoffnung. Keine Ahnung. Dann gehst du wohl spazieren, was? Und zählst die Schwerter des Kaisers vorm Einschlafen. In der Armee gibt's einen Ort für Schnüffler. Das Schafott. Und für dickköpfige Quartiermeister gibt's da auch einen Ort. Im Scherzen bist du gut. Und im Feilschen? Kannst Scherz. Du das auch? Wir hatten eigentlich gehofft, unsere Schwerter dafür ein bisschen besseren Preis Zeig verkaufen zu können. Aber wie sich dann rausgestellt hat, Konnten Satz mit X, kriegst eine Münze mehr als bei dem anderen Händler. Ja, immerhin. Immerhin, das heißt, erstmal raus damit. Und tak, tak, tak. Weg. Hast du mich noch genötigt, die Schemata anzugucken? Stimmt. Sind immer praktisch. Ja, in der Tat. Gerade das Gelbe hat mich interessiert. Ja, da haben wir jetzt erstmal sehr lange an den Schemata rumgeeiert. Was jetzt brauchbar wäre, sein könnte, hätte getan werden sollen. Und ja. Ja, du wolltest dir dann alle angucken, aber ich denke mir halt, je seltener, desto besser. Ja, klar, aber... Manchmal findet man auch ein paar Sachen, die eben nicht direkt markiert sind, die ja, dann klar. sich im Nachhinein als sehr praktisch... So wie die Runensteine, die Richtig. Müssen wir uns auch irgendwann noch suchen. Gut, du findest ja auch in den Kisten Runensteine bis zum Abwinken, von daher... Ja, aber Runensteinherstellung können wir später dann gezielt verwenden und ist billiger, als wenn wir die finden oder kaufen. Also billiger als finden geht ja wohl nicht. Doch, weil du nicht immer den findest, den du brauchst und in der Anzahl. Ja gut. Ich nehme da immer, was ich krieg. Und wir haben natürlich vergessen, unsere Waffen aufzubessern. Natürlich. Ein riesen Gebrabbel außenrum. Ja. Und eine
dämliche Tür. Die hatte ich erstmal komplett verwirrt. Ja, was? Was? Was war das? Oh, das war eine Tür. So nach dem Motto, und Geralt fällt die Treppe runter. Das müsste ich mir noch holen. Es gibt eine Mod, die verhindert, dass Geralt diesen Purzelbaum macht. Ah, wenn er da abrollen. Die Treppe runterläuft. Jetzt kriegen wir noch ein Tutorial zum Thema Schnellreise, wo dass ich mich dann dezent aufrege, weil man es nicht wirklich wegklicken konnte. Jetzt hat es funktioniert. Ja, du und konntest es nicht wegklicken, weil du es lesen musstest. Ist wichtig. Ja. Jetzt haben wir beschlossen, die Schnellreise zu nutzen, einfach um es mal zu zeigen, weil wir da zu weit rausgezoomt haben. Nein, wir reisen nicht schnell. Ich meine, wir machen die Schnellreise zur Sägemühle. Echt? Ich meine ja. Und? Und? Wir machen es nicht. Wir machen es nicht, echt? Ah, ich hätte eigentlich gedacht, wir machen die Schnellreise. Wir sollten auf solche Sachen wetten. Ich habe die Hoffnung, dass wir keine Folgen mehr nachvertonen müssen. Plötze, da hinten wieder, irgendwo am Arsch der Welt. Ja, ja. Wir sollten darauf wetten, so nach dem Motto, für jedes Mal, wo du verkackst, musst du eine Challenge in der Folge machen. Vergiss es. Zum Beispiel nur mit Starschwert kämpfen. Vergiss es. Lauf, Plötze. Wäre aber witzig. Nein. Nein, wäre es nicht. Genau. Auf dem Weg zur Kräuterfrau. Da hast du mir noch in Anführungszeichen erklärt, wie ich zwischen den Quests umschalte, dass die weißen Pünktchen auf der Minimap stimmen, die meistens sowieso für das Hinterteil sind. Mhm. Weil da haben sie auch gerade wieder sich spontan anders entschieden. Wir springen und ständig hin und her. Luftlinie. Deswegen machen wir das einfach mal quer durch die Botanik. Mhm. Geht aber voll auf die Ausdauer vom Pferd. Ja, komm klar. Jetzt. Komischerweise Wege reiten nicht. Nee. Und dann wird erstmal angegärtnert und Sachen geklaut. Das ist doch gegen den Hexerkodex, oder? Nein. Mehr oder weniger. Und eine Cutscene. Gar nicht. Gib mir den Zweizahn. Das ist die rote Blüte, nanu, da kennt sich einer mit Kräutern aus. Das wäre wohl übertrieben. Aber ein bisschen weiß ich. Zum Beispiel, dass Zweizahn giftig ist. In hohen Dosen. Niedrige sind schmerzstillend und bereiten schöne Träume. Und das ist alles, was ich für sie tun kann. Und die Frage stellt sich, war das der Greif? Hat der Greif sie so zugerichtet? Lena? Ja. Hat sie nachts angegriffen. Sie ist durch den Wald gelaufen. Nachts? Durch den Wald? Im Krieg? Wegen eines Jungen. Die Jugend tut dumme Dinge der Liebe wegen, weißt du? Die Wunden heilen, aber sie wird trotzdem sterben. In ihrem Schädel sammelt sich das Blut. Dagegen können meine Tränke nichts ausrichten. Unsere schon. Notfall-OP. Ja, ich könnte versuchen, ihr mit einem meiner Tränke zu helfen. Schwalbe kann innere Blutungen beheben. Aber Hexertränke sind nichts für Menschen. So stirbt sie auch. Ja, einen friedlichen Tod von deinen Tränken beruhigt. Wenn ich ihr Schwalbe gebe und etwas schief geht, das ganze Dorf wird sie schreien hören. Ich verstehe. Mach, was du meinst. Und wir haben, ich suche Kreuz noch eine Frage. Weißt du, ob in dieser Gegend welcher wächst? Mhm. Am Grund des Flusses, wo er am breitesten ist. Aber du weißt, sobald er nicht mehr im Wasser ist, stinkt er schlimmer als ein 7 Tage alter Kadaver? Das will ich doch hoffen. Ich jage den Greif. Der Kreuzdorn ist der Köder. Es ist seltsam. Vor ein paar Jahren hatten wir Ärger mit Ertrunkenen unter der Brücke. Das ganze Dorf musste zusammenwerfen, um einen Hexer anzuheuern. Wer kann sich denn jetzt die Belohnung auf den Greifenkopf leisten? Hauptmann Peter Saar so und so. Wie schön, dass den Schwarzen an unserem Wohlergehen liegt. Nein. Nee. Tut ihn. Liegt ihn nicht. Er mag Ordnung. Richtig. Oder auch nicht. Nilfgaard schätzt eines: Ordnung. Der Greif stört sie, also muss er weg. Ja, erst werden sie sich um die Monster kümmern, dann um die Leute. Du bist nicht von hier, oder? In dir steckt so viel Bitterkeit. Zu viel für eine Frau, die ihr Leben in einer Hütte mitten im Nirgendwo verbracht hat. Stimmt. Und du hast es eilig. Sonst bräuchtest du keinen Köder, sondern würdest einfach warten, bis der Greif wieder zuschlägt.
Schlau. Ich glaube, wir könnten ein interessantes Gespräch führen. Nächstes Mal vielleicht. Genau, und dann war da die Sache. Wir brauen Schwalbe. Machen wir das gleich oder gleich? Ich weiß nicht, du solltest auch noch gärtnern. Richtig, irgendwas passiert noch. Ich glaube, es wird erst, wir schauen erst, was noch für Schwalbe fehlt. Genau, dann haben wir festgestellt, dass noch zwei Schildkraut fehlen. Ich glaube, jetzt geht's erstmal auf die Suche. Einmal quer durchs Kräuterbeet. Und zwar im Schnelldurchlauf. Erstmal wir alles. Wir haben festgestellt, dass hier null Schildkraut ist. Ja, richtig. Aber ich glaube, das war uns schon vorher mehr oder weniger klar, weil diese kleinen gelben Blümchen fallen eigentlich auf. Und die einzelne können wir dann nicht auch noch stehen lassen, wenn wir schon alles gegärtnert haben. Nehmen wir die halt auch noch mit. Und dann sind wir, nachdem wir alle Beete schön abgeräumt hatten, sind wir auf die Idee gekommen, warte mal, die Kräutertante hat doch bestimmt Schöllkraut im Angebot. Müsste, wenn es ja eine gute Kräutertante ist. Hast du irgendwelche Kräuter zu verkaufen? Ich finde sicher etwas. Und Schöllkraut, 14 Stück. Was wolltest du gerade sagen? Hast du Kräuter? Hast du Kräuter? Hast du Brot? Und dann war es noch die Frage, wie viel? 3, 4, 5, 4, also wie viel? 7. Nein, ich glaube, wir haben uns auf 3 geeinigt. Beziehungsweise ich habe 4 gekauft. Ha, 4. So. Und, hatten wir nicht 3 gekauft? Und, ja. Ich weiß gar nicht, was wir da noch erklärt haben. Genau, dass wir jetzt Schwalbe brauen in dieser Folge noch. Dass ich das gerne machen würde. Stimmt, wir sind ja kurz vorm Ende. Einmal Schwalbe. Kawusch. Und Quest aktualisiert. Einmal Quaken. Warum? Wer bückt sich so? Fällt mir jetzt erst auf. Hier, stand wir am Anfang ich habe auch einen schon Plan für Lena. Schwalbe. Erstes Frühlingszeichen, Symbol der Wiedergeburt. Wie passend. Vielleicht. Mal sehen. Ich sagte ja, er kann auch schaden. Sogar sehr. Bei mir wirkt er sofort. Aber mein Stoffwechsel läuft schneller. Bei ihr dauert es ein paar Tage. Warum hast du nun doch so entschieden? Ich fand es besser, als nichts zu tun. Ich mag dich, Hexer. Hier, ein kleines Geschenk, weil es dir nicht egal ist. Nein, wir bekommen sehr viel praktische Sachen, unter anderem... Schöllkraut. Nein, eine abgeschlossene Quest. Kreuz dort. Ein Level Up. Und... Wo ist es? Gleich kommt's. Erfahrungspunkte. Und 50 Kronen. Na komm, Giftextrakt. Sehr praktisch. Und vor allem... Nichts. Ein Absturz. Nein, die Folge war zu Ende. Okay, dann hört ihr das hier zum Endscreen. Wir sagen für diese Folge vielen Dank fürs Zuschauen. Und tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.